Hallo und willkommen zum nächsten Part von Wolfenstein, die New Colossus. Oh, hier gerade ein Tutorial wegen dem... Nee, war ich jetzt zu langsam? Brauchen wir ein Tutorial für den Kampfhund? Brauchen wir nicht, oder? Dann zeig mal, was du drauf hast. Senk die Regimesoldaten ab, dann machen wir das doch mal, oder? Da haben wir auch schon den ersten... Ah, hier haben wir schon... Alarm ist schon... Das hier. Aber stehen lassen, ich glaube schon. Wir zünden einfach mal alles an. Geht einfach mal den Signal hinterher. Ach, das ist ein großer. Der ist auch angefallen. Ach ja! Ja, nein, hier wäre so ein kleiner Panzer. Ja, wo ist er denn? Ja, hier kommen sie jetzt alle raus. Hier ist er drin, in der Dienststelle. Das weiß ich nicht. Ist der Dienststelle da rein, oder? Muss ich hier rein? Na, da ist er. Er mag mich, oder? Komm ich hier runter? Ach scheiße. Scheiße. Komm ich nicht ran. Und der mag nicht raus. Ja, komm von der Seite, komm. Ach, was ist hier drin? Ja, jetzt komm halt. Komm raus. Komm halt nicht. Den müssen wir schon noch holen. Muss ich hier steigen jetzt oder? Komm ich denn hier runter? Jetzt hat. Oh, komm. Jetzt zum Lesen halten. Können wir hier irgendwas drücken? Abgedeckt haben wir doch jetzt alle. Ich glaube, jeder weiß von denen, dass ich hier bin. Mit dem fetten Köter. Oh, ein Verbesserungskit für Waffen habe ich noch gefunden. Was tun wir denn verbessern? Sag was an. Kampfpistole, Dieselgun. Dieselgun vielleicht? Bringen wir nicht. Superladung. Ja, machen wir mal das da. Komm. Die Dieselgun ist ja auch ganz cool. Ist da ein Auto? Eigentlich soll ich nur die Regimesoldaten ablenken. Mal weiter hier. Ach ja, hier kommen wir noch weiter, wenn wir hier absteigen müssen. Verlasse den Bezirk. Lässt man die mal schön. Alles klar. Kommen wir hier durch? Oder bin ich überhaupt? Ich glaube schon. Warum den noch? Oh. Puh. Runter. Die Regime haben gegen meinen Köter einfach keine Chance. Nix da. Der Papa da ist jetzt auch noch. Ist da oben jetzt ein Sniper, oder was? Da müssen wir also. Komm, Galopp. Hündchen. Was ist denn hier? Ist hier so ein Roboter aus?
wieder so ein Sniper. Nee. Hier hinten ist der Offizier. Immer will schön in Richtung Offizier und weiter putzen. Die holen uns die Säcke. 24. Wo ist der jetzt? 13. Mein Lieber, du warst ein guter Freund, aber du bist viel zu groß geworden. Schauen, dass wir runterkommen. Also wissen täte, welche Taste das war. Ich habe einfach vorher alles durchgedrückt. Ja, ich will ja runter. Steig ab. Ja, komm. Steig doch ab jetzt. Ob ich ja nicht absteigen mag. Ich höre doch schon wieder jemand laufen hier. Was kommt da noch einer? Mann, 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 jetzt komm! Geh runter vom Hündchen! Das wär's doch im Tutorial nachschauen, wie man hier absteigt oder was? Kann das nicht sein, oder? Dann schauen wir da mal schnell im Tutorial nach. Kampfhündchen. Panzerhund. Ach, absteigen. STRG links. Ja. Und noch hier den Enigma-Code mit. Und wir springen runter in die Kanalisation. Und da müssen wir auch uns rauskommen aus dem ganzen New Orleans. Oder? Nee. Wir warten ja schon wieder welche auf uns. Ich hab gedacht, dass wir vielleicht jetzt mal hier rauskommen würden. Wahrscheinlich nicht vorbei zu sein. Wir eben für unser Hauptziel, die Ablenkung haben wir auf jeden Fall. Gehen wir mal hier hoch. Das hat doch wunderbar geklappt. Aber dieses Lomo, die ist sowas von genial. Muss ich jetzt schon mal sagen. Coole Fähigkeit. Ja. Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es wollte. Ist ja meine Axt hier abgeprallt. Ja, treff doch mal den. Der lebt immer noch. Der da hat der hier. Was hat denn der hier auf? Eine VR-Brille oder was ist das? Hat der eine VR-Brille auf? Ich glaub's nicht. Oh. Aber ich glaub. Level verlassen. Wir haben es, glaube ich, geschafft, oder? Anya! Komm in, Anya! Hörst du mich? William! Ich höre dich! Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... gut. Ich werde jetzt kommen, Freunde, oder sowas. Ich versuche, Wyatt zu finden. Ich habe Grace kontaktiert. Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Und pass auf dich auf. Pass auf dich auf, ja. Schon. Anya, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los! Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett. Aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Ablenken schon wieder? Töte sie alle. Nächster Halt, Lakeview-Bezirk. Was? Ja,
Das war's wohl. Die Schüsse haben dann nicht mehr gefehlt. Kabum, sag ich da nur. Jetzt müssen wir hier runter, oder? Oh, wo? Hinter uns. Captain! Wir werden hier überrannt! Wir sind auf dem Lakeview Apartment Gebäude! So viele! Und es werden immer mehr! Es sind zu viele! Es hört nie auf, oder Captain? Unglaublich, Mann! Wyatt Ende! Terror Billy, ja, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Boss, bitte komm! Wo ist unser Boot? Ich seh's nicht! Wir sind hier wie auf dem Präsentierteller! Wyatt, verstanden. Tut mir leid, werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. Jetzt komm, mag mir wohl, wo es lang geht. Wo hier lang, oder? Kanalisation. Mal schön im Dreck baden. Das hat er doch gerne. So. Wo lang? Wow! Scheiße, ey. Hab ich jetzt gar nicht mit so Krokodil gerechnet. Das war's, Anya! Es ist aus! Grace! Holen Sie uns jetzt hier raus! Das ist wild, was ist mit dem los jetzt? Ich muss hier auch noch schauen, ob hier Krokodile sind. Warum ist denn da jetzt Alarm, ey? Baby, woo! Grace, Sie sind eine gottverdammte Heldin! Ich wusste, Sie schaffen das! Wyatt, Anya, helfen Sie allen an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Schaffen Sie Ihren Aufschub am Lake und Ihr Apartmentgebäude und ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Wer ist denn bitte der Ausmerzer? Reiche das Dach. Wenn hier schon so ein Schätzchen liegt, dann nehme ich das gleich mal mit. Der Auswärtser. Ich muss ein Wasser. So, und jetzt müssen wir. Hier. Ja? Blaskovic, alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Auswärtser kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Wie wär's mit der Atomkanone? Wovon reden Sie da, Wyatt? Atomkanone? Die Schockwelle der Atombombe schiebt uns vielleicht raus. Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Set? Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Oh. Blaskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Atomkanone? Das hört sich nicht so toll an. Wo ist denn die? Da muss ich ran. Ich ahne Böses. Ach, das Schiff ist es. Sie müssen schießen, Blaskovic. Jetzt! Lauf! Ach du Scheiße. Der Schwung ist auf uns.
Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Die gute Aber Frau damals Engel. Zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Habt's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Das ist so einfach, Mann. Ich hab mir das alles überlegt. Ach ja? Nachdem sie den Generalstab in Roswell in den Orkus gebombt hatten, bekam das Regime Angst. Sie nahmen all ihre hohen Tiere, alle streng geheimen Militärgeheimnisse und stationierten den Generalstab auf der Venus. Venus, der planetare Körper, Venus im All, verdammt, ist kalt da oben. Und sie brauchen radioaktive Handschuhe. Was? Handschuhe? Okay, wir werden dort einfach hinfliegen, laden alle ein und fliegen los. Sicher? Wir benutzen einfach unsere Hubschrauber, aber wir fliegen nicht so hoch, sondern wir fliegen einfach immer weiter nach oben, direkt ins All, mit unseren Gedanken. Verstehen Sie? Dann setzen wir sie auf der Venus. Sie brechen dann in den Generalstab ein und stehlen diese Odin-Geheimnisse von ihren Computern. Also, einen Plan habe ich auch. Wyatt, darf ich mal? Klar, natürlich. In zwei Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blazkowicz im Wohnballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimat... Anja, was denken Sie? Später William und ich trinken mal einen Milchshake. Oh mein Gott. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört er zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wir gehen jetzt echt auf die Venus. Wird schon schief gehen. Ganz schön coole Technologie, Herr was sie haben. Herr Jules Redfield? Oh, ja, das bin ich. Ich bin Hade Linde, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Oh, mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Was wird der schon für Gepäck dabei haben? Ja. Waffensammlung wahrscheinlich. Willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Sollen das die Schauspieler, die es können. Hat Ihr Agent Sie hier ins Spiel gebracht? Nee, Mann. Aber Leute, ich mache jetzt hier mal schnell einen Cut. Gesehen. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran, euer Nox. Die Venus und so. Ja, aber